Ja, Wutzbe, Let's Play Empyrean Galactic Survival. Jo, ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Planeten mal verlassen. Das heißt, tschüssi. Viel gibt es ja eh nicht zu entdecken. Ich glaube, wir könnten uns zwar mit den diversen Fraktionen noch anfreunden und was weiß ich, noch Missionen machen und alles. Was auch, ja, einerseits wünschte ich mir, ja, würde ich es schon gerne machen. Andererseits, es wird schon langsam anstrengend. Muss ehrlich sagen, wir haben schon sehr viele Folgen. Es ist nicht gerade die Abwechslung pur mehr dahinter. Was ich ein bisschen schade finde. Zack. Weltall! So. Geschütztürme, bitte. So, der Planet ist noch in der unmittelbaren Nähe. Die Frage ist es dann, wir müssen was suchen. Wir suchen ein Schiff. Ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung, ich muss noch mal kurz auf den Planeten runter. Bevor ich wieder tausendmal die Anzeige habe. Das kriegen wir noch hin. So. Entfernen. Ich glaube, mehr Markierungen haben wir auf dem Planeten eh nicht. Es wäre doch noch einiges möglicherweise zu tun, aber ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht. Konzentrieren wir uns einmal, dass wir die Mission einmal finden. Rot ist halt nie gut. Machen wir da Karten in der Nähe. Siena, ja. Das ist mal klar. Omikron. War das Symmus? Habe ich noch Symmus machen müssen? Das kennt der Zeiger. Das könnte natürlich sein. Simos, da hinten. Die dürfen nur Siena nicht zu nahe kommen, weil sonst lande ich wieder am Planeten. Das könnte sein, dass ich mir das einfach nicht da merke. Ich muss einmal wieder dann bei Treibstoff herstellen. So. Simos! Juhu! Go, go! Gadgetto! Warp-Antrieb! Ich bin richtig. Denn ich glaube, hier musste ich hin. Okay. Na, manchmal merkt man es. Aber das war dann eh schon der letzte Planet, glaube ich. Also, wenn ich mir die Karten anschaue. Na, da waren wir noch nicht. Aber der letzte Planet in Eloin. Und ja, dann haben wir noch. Entschuldigung. Also gut. Wir suchen einmal, weil ich schätze mal, auf dem Planeten müssen wir dann eh runter.
So, kann ich eigentlich einmal da BIM? Oh, BIM! Schaut nach einem großen Planeten aus, wieder wüstiger, so wie Illan. Die Frage ist, was ist passiert? Was ist hier los? Ein Asteroid, eisenhaltig. Ah, wir fliegen mit einem gehörigen Abstand vor Symmos vorbei. Ich bin jetzt dann wieder im Weltall. Es wird wieder lustig. Wir wissen ja alle, wie gut ich im Weltall navigieren kann und wie gut. Wie gut ich da auch, ja, kämpfen kann. Jeder, der das gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. So, was haben wir da noch alles? Da ist so viel und das kann keiner lesen. Also juckt. Da ist ein großer, großer Asteroid mitten am Weg. Ich hoffe, wir kommen drüber. Die Entfernungen im Weltall sind natürlich ein bisschen andere wie auf dem Planeten Poolmine. Das sind Minen? Warte mal. Schild es an. Gefäß finden. Kapitel 5. Antike Offenbarung. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal hier. Einfach nur mit der Begründung, wenn ich was mit Minen lese, lege ich sicher nicht mit meinem Hauptraumschiff eine. Mhm. Nennt mich altmodisch, aber... Ich habe schon super einen zweiten Schwerkraftgenerator gebaut, falls ich den überhaupt bauen kann. Hallo? Öffne dich! Raus da! Wo ist unsere... Wir fliegen mal mit denen. Da haben wir mal... Da weiß ich einmal, dass wir... Ja, ich weiß, dass das ein Minenfeld ist. Uiuiui. Hallo? Das war ja ein bisschen besorgt. Wo ist die Kontrollstation? Ah. Ich sage doch, das sind Minen. Ich hab's gesagt. So. Ich richte aus. Den Trick habe ich gehört, dass ich erst beleuchtet tue, wenn ich ausgerichtet bin. Und los. Was haben wir hier? Überprüfe die Konsole. Alter!
So. Jetzt kommt bald Pip in die Hose. Was war denn das für ein Geräusch? Hört ihr das? Da ist auf jeden Fall. Das Geräusch kann nicht normal sein. Oh, ich suche die Konsole. Kann natürlich auch sein, dass ich die. Bitte. Ist das geil? Ah, das ist ein Schwerkraftgenerator, okay. Ich sehe noch keine Konsole. Wasche. Warte mal. Also okay. Ich sehe hier aber nichts. Ist es? Was soll ich hier finden? Entschuldigung. Das ist die Kontrollstation, ja? Was soll ich hier finden? Was könnte ich hier finden? Ich suche, wenn es wenigstens irgendeine Art von wirklich einen Zugang oder irgendwas geben würde. Aber es gibt gerade mal einen Schwerkraftgenerator. Unheimliche Musik. Einen Generator. Der wo es irgendwo auch seinen Treibstoff kriegen muss. Der Schwerkraftgenerator treibt den. Treibt den Generator an. Warte mal, gibt es da irgendwo in dieser Mitte? Kommt man da rein? Ja. Ich hab Angst. Schlangen, schon wieder. Oh je. Kobaltbahn, ja! Kupferbahn, ja! Sturmgewehr, Schrotflinte, das braucht alles kein Schwein. Oh, oh, oh! Mir stellt gerade richtig die Ganselhaut auf. Nicht erlaubt? Oh, oh. Okay, es nutzt alles nichts.
Ein Teleporter. Oh, fuck it. Gut, es wird Zeit für die Konsole. Error. Dies ist das schön, mein Feld Control Hub. Oh, one. Nein, das glaube ich ist. deaktiviert das Minenfeld. An unexpected error. Do you want to send error? Okay, neu starten. Message 239. Show Message. Dies ist eine Warnung an den Plinoten, der diese Station betritt. Halte den Pickup des Messages. Polaris Hauptquartier. Polaris. Der Elmarine is hitting a button not under our control. We picked something up with the entry crew and taking control of the ship. Also sie haben irgendwas aufgesammelt, was die Crew töten kann und das Schiff. The manager is well long to find the station and send the record warning. Not search for survivors, but destroy the ship and this station as well with the strongest weapon you have. Oh oh. Wir sollen nicht nach Überlebenden suchen, sondern alles zerstören. Do not leave even dust. Chief St. John was right from very beginning. We meet have rewired the darkest time. May of the galaxy forgive us. Alter. Commander, es gibt einen Direkten. Die Nachricht hat uns gewarnt, aber ich denke, wir haben keine Wahl, damit wir wenigstens eine Chance haben, herauszufinden, was passiert ist. Okay, das können wir zwar machen, aber. Wir müssen zuerst zu unserem Schiff zurück. Ja. Wir wissen... Jetpack! Wir müssen zuerst zu unserem zurück, wir müssen ausladen. Die Frage ist, wo ist unser Schiff? Nicht so weit weg, das ist mir klar, aber wir müssen wirklich abladen und uns vorbereiten. Das ist mir jetzt ein bisschen zu, dass wir mit Teleporter wieder irgendwo hinreisen. Wir haben ein gewaltiges Problem mit den Bremsen. Soweit kann ich ja schon mal sagen. Das heißt, außerdem müssen wir bei unserem Nest wirklich einmal den Antrieb auch ausschalten. Nein. Angedockt. Bleib jetzt gleich in dem Modus drinnen. So. Wir haben ja Gott sei Dank wieder ein bisschen was bekommen. Mein Gott sei Dank. War es dann nicht so notwendig, aber. Multiwerkzeug, Multiladung. Das ist in Ordnung. Ich glaube, für da unten haben wir jetzt nichts mehr. Ich glaube jedenfalls. Das ist noch Adrenalinspritze. Gehört auf. Das gehört auf. Das nehmen wir auch auf, das gehört auf, das können wir glaube ich auch weg. Gut. Eine in den Teleporter. So, das Alien Plasma habe ich gesagt, das gehört eigentlich da rein. Denn ich glaube, es ist ein Zwischenprodukt. Das sind verdorbene. Achso, ja, verbrauche ich ja. So, dann haben wir. Bleib gleich im Jetpack-Modus, verbraucht nämlich keinerlei Ausdauer. Eine epische Schrotflinte. Leider aber Schrot, nicht gerade mein Werkzeug.
Wir müssten Verbände, solltet man auch wieder herstellen. Antiparasitenpille weg. Antibiotikapille weg. So. Ist auch weg. Das ist sowieso weg. Adrenalinspritzen, Energiepillen, Schmerztabletten. Das bleibt sowieso da. Das gehört noch weg. Antistrahlungssalbe. Werden wir auch eine mitnehmen. Das gehört aus. Pass auf, da haben wir die Pillen. Da haben wir die Spritzen. Da haben wir die erste Hilfen. Das gehört weg. Sauerstoffflaschen geholt man sich auf jeden Fall. Passt. So, wo ist die Heilung? Da ist die Heilung. Weg, weg. Hallo? Habt ihr noch keine? Und Adrenalinspritzen. Schmerztabletten und Heilung klein. Kleine Energiepillen, meine ich. Gut. Dann. Warte mal. Munition. Munition. Ein Haufen Munition. Keine Ahnung jetzt, dann wo ich die brauche. Dann haben wir noch ein Poster. Weil wir ja schon ein paar Poster haben und ein bisschen Geld. Na, da kommt da schon was zusammen. Hä? Das freut mich. So, Sauerstoffflasche. Jetzt werden wir noch schauen wegen Verbände. Wir müssen unbedingt noch Verbände herstellen. Ah ja, und da fällt mir gleich noch was ein. Bitte die Schubdüsen. Das waren die Bären. Wo ist mein Stoff? Und damit meine ich jetzt dann nicht speziellen Stoff. Hier, oder? Nein, Bären. Spinne? Abort habe ich es ja. Das müssten sie, oder? Pflanzenfaser. Ah. Ich sollte viel mehr schauen, dass ich koche, aber komme da nicht dazu. Rein mit der Pflanzenfaser. Und dann bitte noch schnell 20 Verbände. Heilung, Heilung, Heilung. Da. Da. 20 Verbände. Sicher ist sicher. Brauchen wir sonst nur irgendwas mit? Wir können die Armbrustkind hat man eigentlich auch weggetan. Ja, da werden wir es dann auch nicht mehr schießen. War zwar eine schöne Waffe, ist auch noch eine schöne Waffe, gebe ich ehrlich zu. Gefällt mir eigentlich sehr gut, aber ich brauche nicht so viele Waffen. So, ich habe eh einen Haufen Waffen. Ich habe oben gar nichts eingesammelt, gell? Ich meine, die Sprengladungen hätte ich wenigstens mitnehmen können. Ja, ja. Eine Sache machen wir auch gleich. Uiuiui. Hab ich nicht herum, ein zufälliger. Oh, oder? Ja. Was? Was sagst du jetzt? Der kann nicht. Hä? Ich habe alles im Technikbau. Arschloch. Und ich hätte gern. Muss ich ehrlich sagen, Sauerstoffversorgung ist ja gegeben.
Keine Ahnung, was er jetzt macht. Den Schutzanzug. Sollte sich eigentlich ausgehen. Den würde ich gerne reparieren. Er muss jetzt einfach repariert werden, bevor er endgültig in die Meier geht. So, wie schaut's aus? Die Bände sind fertig. So. Meine Zwischenzeit funktioniert ja auch schon wieder unheimlich gut. Ich kann es nur so sagen. So, Schutzanzug wieder an. Sauerstoff wieder aufgefüllt. Pop. Na dann, meine Lieben. In der nächsten Folge dann werden wir mit dem Teleporter irgendwo hinreisen. Ich weiß noch nicht, wohin, was das wohl werden wird. Es schaut aber nicht gut aus, dass das wirklich so geplant wäre. Tja, wir werden es sehen. Ich sage dabei einmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss, meine. Ciao, meine. Servus mit Fullifau. In an infinite galaxy, there are two options. Survive or die. I came here alone, before the others. I harvested the resources I needed to carve out a life, to craft a future. To endure the unknown. The journey was long. I explored new frontiers, discovered new planets, and new threats. But you cannot survive alone. So together, we built anew. Our talents are deep. The technology at our disposal evolves. But with expansion comes conflict. And the cost of failure is catastrophic. We chose our path. We build together. We fight together. We survive together. The journey was long. The journey continues. Imperium. Out now for PC on Steam.